In Westsachsen, zwischen den Talsperren Pirk und Pöhl, liegt die große Kreisstadt Plauen. Mit ihren knapp 66.000 Einwohnern ist sie das Zentrum des Vogtlandes. Bekannt für ihre Textilindustrie und den Maschinenbau. Am Standort Hammerstraße befindet sich das Kraftwerk zur Fernwärmeversorgung von Plauen mit einer wechselvollen Geschichte. Ende des 19. Jahrhunderts entsteht das städtische Elektrizitätswerk. Zunächst wird nur Strom erzeugt. Ab 1948 wird Dampf an benachbarte Unternehmen geliefert. Das ist die Geburtsstunde der Fernwärmeversorgung in Plauen. Die Verwendung von Kohle stellt hohe Anforderungen an alle Beteiligten. In der Folgezeit wird das Fernwärmenetz aufgebaut. Der Wärmebedarf steigt, die Technik veraltet. Ende der 80er Jahre entsteht ein neues Heizwerk auf Basis von Kohle. Anfang der 90er Jahre wird die Anlage auf den Brennstoff Erdgas umgestellt. Schadstoffe werden dadurch drastisch reduziert. Noch effizienter arbeitet die Anlage seit 2001. Durch 4 installierte Gaskessel und die angeschlossenen Dampfturbinen wird auf Basis der Kraft-Wärme-Kopplung Strom und Wärme erzeugt. 90% der Plauener Fernwärme wird heute durch Kraft-Wärme-Kopplung gewonnen. 4% stammen aus regenerativen Quellen. Für die sichere Versorgung der Plauener Einwohner und der Unternehmen sind unsere Kollegen rund um die Uhr im Einsatz. Unsere Leitwarte. Hier überwachen wir alle Abläufe und steuern die Prozesse. Weitere Anlagen zur Wärmeversorgung betreiben wir am Standort Plauen-Seehaus. Dazu zählen 3 Erdgaskessel, ein Blockheizkraftwerk auf Basis von Biomethan und ein Wärmespeicher. Das Fernwärmenetz in Plauen umfasst eine Länge von 50 Kilometern. Die Leitungen verlaufen zum Teil in begehbaren Kanälen und sind auch direkt in der Erde verlegt. Kleine dezentrale Kesselanlagen ergänzen die Wärmeversorgung. Diese Anlage mit einer Leistung von 1000 Kilowatt versorgt beispielsweise die Astrid-Lindgren-Grundschule. 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr gewährleisten wir eine sichere Versorgung. Wir reagieren schnell auf Ereignisse im Netz und vor Ort in den Hausanschlussstationen. Wir kümmern uns um die Erneuerung von bestehenden Fernwärmeleitungen. Ebenso werden auch neue Gebäude an das Fernwärmenetz angeschlossen. Zu unseren Wärmekunden in Plauen zählen Wohnungsgesellschaften, kommunale Einrichtungen, Gewerbebetriebe und Privatpersonen. So versorgen wir das Rathaus, das Theater und die Stadtgalerie. Die Firma Schneider Textilveredelung gehört zu unseren Industriekunden. Diese benötigt Wärme hauptsächlich für technologische Prozesse. Fernwärme ist komfortabel und bequem. Gebrauchsfertig kommt sie rund um die Uhr direkt ins Haus. In Plauen gehört Fernwärme zur Familie. Die Enviatherm ist ein wichtiger und zuverlässiger Partner der Stadt Plauen vor Ort. Mit dem Unternehmen können wir wichtige Projekte realisieren, beispielsweise hier in der Stadt Plauen im
Bereich der Elsteraue, wo wir im Fördergebiet tätig sind und eine nachhaltige und zukunftsorientierte Wärmeversorgung gewährleisten können. Fernwärme ist insgesamt eine sehr saubere und nachhaltige und innovative Wärmeversorgung. Gerade im Bereich der Wärmeversorgung ist es wichtig, dass wir nachhaltig denken, dass wir mit erneuerbaren Energien arbeiten. Das ist auch der Stadt Plauen sehr wichtig. Wir haben ein Energie- und Klimaschutzkonzept, wo wir diese Themen aufgegriffen haben und mit Envia Thermen Partner vor Ort haben, mit denen wir diese Projekte auch umsetzen können.